Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War. In der letzten Folge sind wir wieder zurück nach Helheim, um dort völlig zu erkunden, und genau das werden wir jetzt weitermachen. Denn uns fehlt noch eine ganze Menge, die wir machen müssen. Mal schauen, ob wir heute mehr finden. Auf jeden Fall fehlen noch zwei Raben. Und ein Haufen anderes Zeug. Aber wie zum Geier. Ich wollte gerade sagen, wie zum Geier komme ich denn da drüben hin? Da sind wir ja letzte Folge lang. So ist heute, Atreus. Geht's hier lang? Hier drüben rein. So. Gehe ich da runter? Ne, da war mal. Atreus. Ah, da kommst du ja endlich. Gut, dass wir jetzt hier reingegangen sind. Das sind jetzt fünf. Einer fehlt noch. De facto fehlen noch ein Haufen. Zwei Stück. Nein, sag nicht, das ist eine verborgene Kammer. Holy moly. Als ob echt in Helheim die letzte Valkyrie war. Bro. Ich dachte... Ja, stimmt, wir haben Kammern gefunden, aber die letzte Valkyrie, die siebte. Also haben wir jetzt sieben Valkyren in den Kammern und die achte ist ja in Muspelheim. Das heißt, wir haben alle acht Valkyren, die wir besiegen müssen, gefunden. Und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Auf jeden Fall gucken wir erstmal, wie stark die hier ist. Und wo das ganze Zeug ist. Und da haben wir schon den letzten Raben, meine Freunde. Komm. Komm, meine Freunde, wir haben alle Odins Raben. Das heißt, das mystische Tor war einer der Punkte, die wir suchen mussten. Die Valkyrie ist einer der Punkte. Und dann fehlt noch ein Artefakt. Aber wo ist das letzte Artefakt? Wenn wir das haben, dann haben wir Helheim heute zu Ende. Weil ich glaube nicht, dass wir die Valkyrie heute schaffen. Wir versuchen es einfach mal. Aber ich schätze, die wird wahrscheinlich nur mit unseren lieben Klingen hier gehen. Wir sind hier in Hel. Noch eine Valkyrie. Wir retten sie doch, oder? Wenn du mit retten meinst, ihr die Flügel auszureißen, dann bin ich für ja. Schluss jetzt. Alle beide. Ich entscheide, was wir am besten tun. Mal schauen, ob wir die überhaupt hinkriegen, ne? Das ist, glaube ich, eine der... Bro, moin! Alter, die geht ja gleich auf diesen Angriff los. Und ich versuche es zwei, dreimal. So. Wo bist du? Ach, die macht den Angriff zweimal. Dreimal! Dreimal macht sie da. What the fuck? Bro! So, jetzt kriegst du halt Spaß Rage, aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. So. Lass mich dich angreifen. Lass mich dir angreifen. So, die greift es dreimal. Aber nur dreimal, ja, macht sie nur dreimal. So, dann hier kriegst du den noch ab. Aber jetzt geht's zurück auf die Kleine. Ja, also die scheint relativ einfach zu sein. Also sage ich bis jetzt. Bro, Alter. Bro, Alter, als ob das jetzt echt ein First Try eventuell werden könnte. So, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ja, mach ich, auch das mache ich, Atreus. Und
Ach, komm. Alter, jetzt hat sie mich halt gehabt. Mann. Diesen Angriff, den muss ich halt noch rausfinden, wie sie den macht. Und das war's jetzt. Sie hat mich getötet. Aber wir haben sie relativ gut erwischt gehabt. Das heißt, ich weiß, wie wir machen. Wir gehen erst mit der Axt rein, greifen sie dann an. Holen unsere ganze Sache mit der Axt raus und gehen dann auf unsere Chaosklinge. Ja, das hat sie nicht erwischt. Doch, hat sie erwischt. Das hat sie aber nicht erwischt. So. Hier kriegst du einmal den Schilder ab und kriegst einmal die ab. Hast du schon mal ein bisschen was abgekriegt, meine Farme? Ach, jetzt hat sie den Angriff auch gemacht. Den hat sie vorhin gerade nicht gemacht. So. Wir ausweichen. Bro. Ja, werde ich. Hier, kriegst aber fett auf die Presse. Hier. Dann. Ach komm, als ob die mich damit treffen kann. Aber sie hat nur Spallus Rage abgebraucht. Gut. Nein! Nein, kann gar nicht! Ah ja, komm. Will man auf Ballers Rage? Hä? Komm schon! Naja. Wie ihr gerade gehört habt, ich wurde gerade gerufen, also gibt's kurz eine Unterbrechung. So, da bin ich wieder. Versuchen wir es nochmal mit der Valkyrie. Komm hier, friss. Kriegst halt die ganzen Angriffe jetzt schon rein. Ja, komm. Komm schon. So, kriegst du halt jetzt nochmal den Attacke rein. Und lass mich halt dich jetzt angreifen, gell? Danke. Komm, kriegst du jetzt alles aufs Maul hier. Alter, komm. Warum gibst du mir so viel Attacke? Ach komm, ich bin doch ausgewichen. Ausweichen. Also die ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber vergleichsweise einfach. Komm schon. Komm schon. Ach komm, Alter. Ich bin doch gerade, hab dich doch angegriffen, Alter. Kannst du mal aufhören, diesen Cut zu machen? Komm hier. Hier, kriegst den ab. Und dann hoffe ich mal, dass es vielleicht diesmal was wird. So, den Angriff macht sie nur. Dann kommt der hier. Kann nicht sein, dass sie da schneller wird. Alter, ich wollte die... Alter, komm! Was zum Geier, Alter, ist die denn drauf? Aber dann, habe ich ja gesagt, dreimal probiere ich's. Die geht zwar relativ gut, aber wir lassen's. Wir suchen jetzt erstmal. Wir suchen jetzt hier weiter das letzte Sterbstück. Schau dann, dass ich off-cam mal die, endlich mal die Arena mache in Muspelheim. Um die Rüstung zu verbessern. Dass wir die Valkyren irgendwann mal in einem Lauf vielleicht hinkriegen. Aber jetzt haben wir schon mal alle Valkyren gefunden. Wir wissen, wo sie sind. Also gut, alle Valkyren haben wir nicht gefunden, aber die Kammern haben wir jetzt alle gefunden. Wir müssen noch eine Kammer öffnen, und zwar die bei unserem Haus. Da müssen wir auch noch erkunden.
Da wollte ich eigentlich als nächstes Mal vorbeischauen. Und hier muss ich jetzt nur noch ein Artefakt finden. Mal schauen, wo sich das rumtreibt, ne? Vielleicht bei dem Riesen. Bei dem Bossfight. Aber ich weiß sonst echt nicht wo. Irgendwo vielleicht, wo ich noch nicht hingeschaut habe. Vielleicht wieder da drin, hier. Moment, ah, hier. So, probieren wir es einfach mal und gehen hier rein. Vielleicht ist tatsächlich da irgendwo mal das Teil versteckt. Atreus ist nicht durch. Mann, geh doch ein bisschen schneller, du Depp. Jetzt wurde er hergespawnt. Gut. So, jetzt kann ich hier durch. Gehen wir doch irgendwo hoffentlich... Artefakt sein. Irgendwo? Oh, bitte. Ich weiß echt sonst nicht, wo ich nachschauen soll. Über das. Da hinten war nix. Die Brücke der Verdammten. Das muss ich irgendwo hier rumplacken. Naja. Was heißt denn I? Bro, warum stehst du in dem Toten? Oh mein, dein Problem, nicht meins. Aber hier ist echt nicht das Teil. Das heißt, wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um. Oder besser gesagt, ich gucke mich um. Und wir dürften uns gleich wiedersehen. So, da bin ich wieder. Ich glaube, ich dürfte es jetzt gefunden haben. Es klebt hier an so einer... Oder es klebt hier an der Wand. Wenn es ist. Wenn ja. Ja, sieht danach aus. Dass wir dieses Artefakt jetzt... Ja, genau. Jetzt haben wir es. Das war tatsächlich das letzte Artefakt hier gegen den Stein geknallt. Ungefähr hier. Da sind wir mit Kratos entlang gegangen. Habe ich wohl einfach übersehen. Das heißt, das Einzige, was tatsächlich hier fehlt, ist noch die Valkyrie. So wie in... Monsen Alfheim. Der Rabe, den wir da noch brauchen, ist in der Kammer. Weil da haben wir bis jetzt noch keinen Raben erledigt. Sprich, Raben und Valkyrie in einen Ort. Hier die Valkyrie ein bisschen stärker. Ich versuche halt hier jetzt die ganzen Sachen zu sammeln noch. Dann Offcam irgendwann. Und dann hier mal zu verbessern und die ganzen Arenen. Und ich weiß ja, dass die letzte Arena hier eine Valkyrie ist. Sprich, die werden wir dann gemeinsam machen. Und ich hoffe, bis dahin habe ich meine Rüstung schon teilweise verbessern können. Und irgendwann, weiß ich nicht, ob ich Nilfheim... Habe ich eigentlich schon Lust, gemeinsam mit euch zu machen. Aber das ist ja so eine Hack-and-Slash-Arena. Aber das werden wir dann gemeinsam machen. Da kümmern wir uns dann. Darum, wenn es soweit ist. Jetzt gehen wir aber... zurück nach nach Midgard, würde ich sagen. Und schauen, dass wir jetzt dann mal nach Hause wieder kommen, zu dem Ort, um da die restlichen Artefakte zu suchen. Die ganzen einzelnen Sachen, die mir fehlen, Raben beispielsweise, die schneide ich irgendwann mal zusammen in einem Folgereihen. Aber bis dahin dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Und ich meine, was gibt's für die ganzen Raben? Da muss doch irgendwo eine Belohnung liegen, oder nicht? Das ist... Ich meine, ja. Es gibt eine... Trophäe. Aber es muss doch ingame auch eine Belohnung für alle Raben geben, oder nicht? Bei uns fehlen, glaube ich, nur noch... Weiß ich nicht. Moment. Fühlt 6-7 Raben oder so. Einer davon ist in Alfheim und der Rest ist in Midgard. Es sei natürlich in Niflheim ist auch was. Nicht, dass ich es einfach in Niflheim ausspreche, so wie ich die ganze Zeit immer sagen will. Aber naja. Jetzt haben wir hier alles geholt in dieser Welt. Die Valkyrie kommt dann irgendwann später dran. Aber naja. Wir können ja kurz mal reingucken. Hier fehlt nichts.
Hier fehlt halt die Valkyrie noch. Ob hier ein Rabe ist, das weiß ich nicht. Das werden wir gleich sehen. In Midgard fehlen 7 Raben. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf Ziele gehen, Aufträge, fehlen uns noch 7. Die sind alle in Midgard. Die Raben sind alle in Midgard. Da muss ich noch gucken, wie ich die ganzen anderen Aufträge aufschließe, weil ich glaube, ich muss ja auch irgendwann... Ich glaube, da gab es einen Auftrag, dass ich die Gegner so an die Wand klatschen muss. Mit der... Ding. Ob das für die 100% wichtig ist, alle Aufträge zu machen, das werde ich gucken. Aber ist wahrscheinlich so. Na dann muss ich halt wahrscheinlich, dass sie die ganze Kacke in Muspelheim versuchen, die Gegner an die Wand zu klatschen. Atreus, du kommst noch einmal hier hin. Und so werden wir die Valkyrie platt machen. Aber jetzt gehen wir zurück nach Midgard. Und schauen, dass wir schon mal Richtung unser Haus kommen. Aber da fehlen noch Artefakte. Das Geschenk der Riesen. Da ich so viel zwischen den Welten gereist bin, dachten sie, das wäre praktischer für mich als ein Kristall, den ich verlieren könnte. Hat's wehgetan? Nein, ich hatte mich in weiser Voraussicht mit 16 Humpen Agierstöchter Bier gewappnet. Im Rausch habe ich sogar versucht, die Riesen zu überzeugen, sie in meine Brustwarzen zu setzen. Hätte sie fast überzeugt. Stell dir das mal vor, wie wir mit Bifröst nippeln. Das waren noch Zeiten. Schon gut. Ich höre jetzt auf. Bifröstnippel. In mir Sicht, wenn die Riesen jemanden genug vertraut haben, um ihnen beim Bereisen der Welten zu helfen, haben sie ihm Bifröstkristalle in die Augen gelegt. Tyr hatte sie und Mimir hatte sie auch. Ich weiß ja nicht, werden die Riesen jetzt noch leben würden? Oder leben? Ich weiß ja nicht. Ob sie Kratos genug vertrauen würden. Er macht die ganzen Asengötter platt, aber ob das so... herstellen. Burgs königlicher Zwergenbruststild. Bro, das ist halt alles Abwehr und ich will halt... Ich will halt jetzt auf Pflegerüstung gehen hier. Auf die hier oben will ich gehen. Ich will halt, Bro. Irgendwo war doch... genau, das war dir hier. Der geht Stärke zwar ein bisschen runter, aber kriegt dafür besser Leben. Und es geht ja auch wieder hoch, wenn ich wieder verbessere. Da ist meine unendlichen Stürme. Verbessern. Kann ich nochmal verbessern? Verbessern. Ist er jetzt besser? Wenn ich ihn jetzt ausrüste, ist er tatsächlich besser als mein jetziger. Da muss ich L1 und R drücken. Aber Vitalität geht halt runter, ne? Das will ich halt nicht. Also wegen dieser anderen Sache. Ja, was für anderen Sache? Bro! Was willst du denn? Ja gut, dann gehe ich halt. Dann gehe ich halt wieder. Wo wollte ich hin? Ja genau, nach Hause. Zu Hause. Da will ich jetzt hinreisen. Da geht's als nächstes hin. Zur letzten Valkyrie, also zur letzten Kammer, die wir öffnen. Ist ja nicht die letzte Valkyrie. Wenn ich eigentlich andersrum laufe, bin ich schneller? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wird das Tor immer hinter einem gespawnt. Aber das ist wahrscheinlich einfach die Ladezeit hier. Ich wäre, glaube ich, sogar schneller gewesen, ja. Wenn ich so gelaufen bin. So, mal schauen. Jetzt sind wir zu Hause, Atreus. Jetzt gucke ich mal um, ist hier irgendwas, was ich nur mit den Chaosklingen aufmachen kann. Beispielsweise dieser Weg hier. Abkürzung.
Passt. Gucken wir gleich da hoch. Hier fehlen noch zwei Artefakte. Mystisches Tor, das ist in der Kammer. Aber was fehlt da noch? Die eine Valkyrie ist unentdeckt. Was ist das andere Unentdeckte? Vielleicht Raben? Der Rabe in der Kammer? Könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir hier Level 4 Gegner. Bro, Level 4! Die verputze ich zum Frühstück. Aber ich muss immer noch wissen, wie ich an die letzten Eisflammen und Chaosflamme komme. Frostflamme, nicht Eisflamme. Dann kriegst du halt die Axt ab. 2, 3 und... So. Kann ich dich an die Wand nageln? Das funktioniert nicht, leider. Das geht auch nicht, ich mache ihn nur kaputt so. Das ist... So, kriegst einen so aufs Maul. Ein harter Kampf. Okay. Wenn du das sagst, Kratos. Was ist hier oben? Zwei und auseinanderreißen. Oh gut, euch kriege ich ja so schnell. Euch kriege ich ja so schnell kaputt. Wenn ich euch mit. Ja, Alter. Easy, Alter. Easy. Easy, mein Freund. Bro, Alter, du kriegst so eins aufs Maul jetzt. So, und dann gegen die Wand klatschen. Ja, du kriegst jetzt... Ja, das wollte ich zwar nicht, aber... Das wollte ich auch nicht. Mal habe ich jetzt die verschwendet. Benutzt. Egal. Dann gucken wir mal. Vielleicht ist ja... In der Kammer ein Artefakt, da müssen wir nur noch eins suchen. Und wenn da drin ein Rabe ist und das dann alles abgeschlossen ist. Dann wissen wir, dass hier nur noch ein Artefakt zu holen ist und die Valkyrie. Bro, hier muss ich echt drei benutzen. Dreimal schlagen, passt. Dann ist das wohl eine härtere Valkyrie. Verborgene Kammern abgeschlossen. Geheime Kammer von Odin. Bro. Bisschen Leben. Ein Artefakt? Nein, doch nicht. Schade. So gehofft, dass hier ein Artefakt drin ist und so gewettert. Dann wird es vielleicht unten sein. Ich gucke mal oben nach. Und unten werden wir dann die Folge beenden. Vor der Valkyrie. So, mal gucken. Was hier unten ist. Ein Rabe. Ja. Artefakt vielleicht. Ich weiß nicht. Und ich muss irgendwann mal gucken, wo sind zum Teufel nochmal die letzten Chaosflamme und die letzte Frostflamme. Okay. Das sieht interessant aus. Das ist ein Weltenriss. Ein Ort. Hier ist kein Rabe. Bro, hier ist irgendwie nicht das, was ich erwartet hätte. Das gucken wir uns noch an, ganz schnell. Bro, hier ist ein Weltenriss. Was will ich mit einem Weltenriss? Ich starr die Valkyrie drin. Okay, dann sind hier wieder Kisten. Komm schon. Kriegst halt das aufs Maul. Kriegst halt aufs Maul. Du bist halt ein stärkerer Gegner. Warum bist du hier drin, mein Freund? Wieso bist du hier drin? Und zerteilt bist du.
Wir müssen auch noch... was wollte ich gerade sagen? Wir müssen auch noch... Irgendwas wollte ich gerade sagen. Die restlichen Schreine finden. Die habe ich auch noch nicht alle. Ich kann mir halt einen vorstellen, dass einer Nilfhelm ist. Niflhelm. Was ist denn hier? Hier ist ein... Hier, Junge. Hier ist ein... Ding? Aber die aufmachen tun wir erst nächste Folge. Schön, Schriftrolle. Geständnis eines Diebes. An den nächsten Nahen, der diesen Ort findet. Es wäre weise zu fliehen, anstatt sich zu den Gefahren zu stellen. Du schätzt dich glücklich, dass ich vor dir war, um absichtlich, unabsichtlich die frühere Bewohnung zu befreien und anschließend als Tor zu sterben. Ich kam für Scherze, doch fand ich nur den Tod auf Schweigen, auf Schwiegen. Ich wollte dieser Welt entfliehen, aber sie ließ mich nicht. Die Welt erbebte fürchterlich, der Baum blutet für meine Torheit. Ihre Magie wird jahrhundertlang wirken und an diese Welt reißen. Und wofür? Ich bin tot und sie ist entkommen. Warum bin ich, habe ich mich gewehrt? Nach und nach. Mein einziger Trost ist, dass ihr Aufseher hinter ihr her ist. Wahrscheinlich Richtung Muspelheim oder Niflheim. Sie wird gefangen werden, aber sie brauchen ein neues Gefängnis. Dieses habe ich zerstört. Der Lindwurm kommt mich holen. Der Lindwurm? Und wo ist der Rabe? Wisst ihr was? Die Neugier hat mich gepackt. Bro, what the fuck ist das? Level 8. Was hat mich denn jetzt getötet? Bro, gut. Wir wissen, hier kommen wir nicht weiter. Ich dachte, sie ist die Valkyrie. Ich hab's. Die letzte Valkyrie ist die in Muspelheim, die wir suchen müssen. Weil die hier ein Narr befreit hat. Gut, verstanden. Verstanden. Aber da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende die Folge hier. Und ich schätze, bis die nächste Folge rauskommt, werde ich eventuell in Muspelheim gewesen sein. Weiß ich aber noch nicht. Weil ich habe dann Wochenende. Also ist jetzt Dienstag, wo ich aufnehme. Die Folge wird Freitag oder Samstag kommen. Ich glaube Samstag oder Freitag, glaube ich sogar eher. Dann wird wahrscheinlich noch eine Folge kommen. Und dann das Wochenende werde ich mal Muspelheim-Herausforderungen starten. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.